So, also ich habe jetzt relativ lang gewartet. Ich wollte Coachings oder spezifische Coachings eigentlich erst dann anfangen, wenn ich gewisse Resultate abgeliefert oder geliefert habe. Ja, da hatte ich schon ziemlich hohe Ansprüche. Ja, aber mittlerweile denke ich, was soll's? Beziehungsweise nicht was soll's, sondern Menschen suchen auch jetzt schon Hilfe. Und die, die das halt gerne annehmen und auch haben möchten oder sogar brauchen, sage ich mal, weil sie irgendwie krank sind oder irgendwas, da will ich das dann doch schon jetzt anbieten. Um auch Erfahrung zu sammeln und so weiter. Ich brauche ja noch nicht irgendwie perfekt sein und so weiter. Und einige werden auch denken, dass dieser Weg irgendwie nicht der richtige ist oder sowas. Und es dauert halt auch seine Zeit, bis man, ja, bis wirklich so krasse Resultate halt da sind, ja, die sich von dem Rest der Bevölkerung, sage ich mal, sehr stark absetzt. Ja, und momentan, das habe ich im letzten Video auch gesagt, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die hochladen werde. Es ist halt wirklich schwierig, besonders, ich will auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich kann das eigentlich gar nicht in der Kürze und Würze, sage ich mal, erklären, fällt mir gerade ein. Das ist sehr komplex. Auf jeden Fall, dass ich halt zum ersten Mal jetzt Vollzeit beschäftigt bin, überhaupt in diesem System beschäftigt bin, das ist schon eine relative Stressquote, besonders dann auch mit so viel täglich 6 Stunden Sozialkontakten zu tun zu haben, sich damit auseinanderzusetzen, wofür ich auch nicht der Typ bin, also nicht unbedingt zumindest. Ja, und es gibt einfach sehr, sehr viel Erfahrung zu machen und ich denke, ich kann Menschen auch auf eine gewisse Art und Weise helfen, nicht nur in der Ernährungsschiene, auch ohne dass ich jetzt Ergebnisse in der Richtung vorbringe, dass ich jetzt irgendwie sehr stark sportliche Ergebnisse habe oder einen total shreddeten Body irgendwie habe und so weiter. Ich glaube, das ist im Endeffekt gar nicht so wichtig für Coachings. Ich selber fühle mich gut und ich fühle mich frei, das ist so das Wichtigste. Und ich bin zwar noch nicht komplett, also, wie nennt man, also mein Leben sieht noch nicht komplett perfekt aus, so wie ich es mir vorstelle im Endeffekt. Aber das ist auch sehr schwierig und das muss auch nicht sein. Ich denke, dass ich trotzdem, also trotz Imperfektion, anderen Menschen helfen kann, weil ich es auch schon gemacht habe in der Vergangenheit und schon, ich sag mal, über 100 Leute auf direkte Art und Weise durch Gespräche geholfen habe. Und ja, für die Leute, ich meine, die Leute, denen es hilft, hat, oder wie drücke ich es aus? Das ist ziemlich schwierig. Also es schießen immer so krass viele Gedanken durch meinen Kopf. Deswegen will ich mich auch eigentlich noch weiter reinigen und so weiter, damit ich diesen Gedankenfluss einfach unter Kontrolle habe. Und ja, damit das alles noch schneller geht. Nicht aus Ungeduld oder sowas, sondern um einfach wirklich meiner Natur zu entsprechen. So, das nochmal Rande. Mir regt es einfach total auf, wenn ich mega viele Gedanken im Kopf habe, aber nicht schnell genug bin, die alle zu fassen, alle zu ordnen und dann wirklich geordnet auch auszusprechen. Und dann, wenn es dann zu lange dauert, dann gehen gewisse Sachen davon verloren. Und das mag ich überhaupt nicht. Ja. Ja, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Über 100 Menschen, bla bla bla. Imperfektion, toll, jetzt habe ich es vergessen. Scheiße. Dann gucke ich mal selber im Video nochmal nach. Deswegen bin ich auch in den Videos so, also relativ ruhig, weil ich einfach so konzentriert bin auf meine Gedanken. Da kann ich nicht nebenbei noch irgendwie den Clown spielen oder so, auch wenn ich es gerne machen würde. Dafür müsste ich das wirklich dann alles vollgeordnet aufschreiben, aber wenn ich das tue, dann gehen auch sehr viele Dinge verloren, die dann aus dem Affekt sich ergeben und sich dann als wichtig erweisen. Naja. Jedenfalls, die Leute,
denen es hilft. Ja, also man hat eigentlich keine Nachteile davon, dass ich Coachings gebe. Im Prinzip, weil ich zu nichts, also bisher ist es jedenfalls so gewesen, dass keine Person irgendwie Nachteile davon gezogen hat, weil ich das, ja, ich kann es gar nicht begründen. Also mein Stil ist halt so, dass dann halt individuell darauf eingegangen wird und Dinge ausprobiert werden. Oder ich dazu anrate, Dinge erstmal einfach auszuprobieren. Und wenn es dann halt nach ein paar Tagen nichts ist, dann gebe ich eventuell weitere Tipps und dann funktioniert es eventuell doch. Wenn nicht, dann funktioniert es halt nicht und man versucht was anderes. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann ist das Coaching einfach beendet und nicht erfolgreich gewesen. Und ich rate halt zu keinen extremen Vorgehensweisen an. Deswegen ist bisher auch nichts passiert, nichts Negatives. Und deswegen ist bisher, also es ist gleichzeitig auch immer was Positives passiert bisher. Und deswegen muss ich mir kein schlechtes Gewissen machen, weil ich vor einem halben Jahr mir vielleicht mal gemacht habe, dass ich eventuell noch ja, zu wenig Wissen hätte oder halt falsches Wissen hätte, was dann Leute irgendwie ja nicht verbessern würde, sondern im Gegenteil was Schlimmes anrichten würde. Das hat die Erfahrung jetzt aber gezeigt in diesem einen Jahr, dass das nicht der Fall ist. Durch diese Herangehensweise, die ich vorhin geschildert habe, und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, warum ich diese Coachings nicht versuchen sollte. Ja, und da halt die Ankündigung jetzt mit diesem Video, dass ich ab nächste Woche, ab morgen quasi schon jetzt endlich mal Skype-Sessions anbieten werde, also Coachings über Skype. Ihr könnt mich weiterhin auch auf Facebook ansprechen oder halt Nachrichten schreiben, auch hier Nachrichten schreiben, wie mir das besser gefällt. Also es sind ungefähr 100 Leute in dem letzten Jahr, die mich da auch kontaktiert haben. Und wir uns auch gegenseitig ausgetauscht haben, das ist natürlich auch immer eine Sache. Aber ich gebe dann jetzt auch individuelle und spezielle Coachings. Ich habe mir jetzt im Vorfeld keine Gedanken drum gemacht, aber das läuft auch so frei. Also es ist alles eine Entwicklung. Das wird so ungefähr ablaufen, dass ich mir erstmal halt anhöre, wie die Situation der Person ist. Also das werde ich alles noch. Es ist eigentlich auch egal, einfach Skype einmachen und ich weiß schon halt intuitiv, wie das funktioniert, sag ich mal so. Und jetzt wird aber von der Struktur so aussehen, dass dann halt wirklich über eine gewisse Zeit auch begleitet werden kann. Also ist alles total frei und offen. Es kann auch eine Session nur sein. Es kann mehrmals die Woche sein. Es kann zweimal die Woche sein, einmal die Woche sein, einmal im Monat sein oder wie auch immer. Das ist eigentlich, die Strukturen, die sind, finde ich, einfach alle sinnlos. Ja, so wie halt sich das gerade ergibt und wie Bedarf besteht und wenn man halt nach diesem Prinzip geht, dann geht das alles viel effizienter und viel schneller. Das ist meine Erfahrung und auch Überzeugung daher. Ja, eigentlich, deswegen könnte ich eigentlich gar nichts dazu sagen mehr. Ich biete das einfach an, dass man sich über Skype kontaktiert, sich austauscht und dann guckt man halt, was sich ergibt. Ja, und wem das dann halt was gebracht hat, der kann dann auch gerne spenden. Das müssen keine Riesenbeträge sein oder sowas. Und also ich biete das alles auf jeden Fall kostenlos an, weil das halt wirklich meine Leidenschaft ist. Klar, man muss immer selber auch von irgendwas leben. Da habe ich halt gerade auch Probleme mit. Und das ist halt auch gerade Kacke, dass ich dann in so einer Maßnahme bin, in der ich dann 35 Stunden lang rumhänge und deswegen auch die letzte Zeit fast keine Videos machen konnte, weil mich das alles so fertig gemacht hat. Weil das so ungewohnt ist auch und weil es natürlich sehr unnatürlich ist, ja, wie diese Gesellschaft funktioniert und wenn man halt ein Teil davon ist eine Zeit lang, ist das halt, ja, beißt sich das mit dem Lifestyle. So ein bisschen zumindest. Also irgendwann gibt es halt auch dieses Bewusstsein und diese Stärke, dass einem das überhaupt nicht mehr affektiert. Dass das überhaupt nicht, also dass nichts davon an einen rangeht, sage ich mal, oder durch einen durchgeht. Zumindest, das geht auch. Ja. Also die Coachings können sich auf Spirituelles beziehen, sie können sich auf Ernährung beziehen, sie können sich auch auf Fitness beziehen.
oder halt allgemeine Lebensfragen auf psychologisches, auf pädagogisches, soziales, ja auch halt geistige Störungen, sage ich mal, auch ADHS, da habe ich sehr viel Erfahrung mit Borderline habe ich auch etwas Erfahrung mit, ja, sage ich mal so, oder auch auf persönliche Ebene auch immer gerne, oder sich einfach austauschen, über Selbstversorgung sich austauschen. Also ich möchte das auf jeden Fall endlich mal angehen, weil weiter warten, sage ich mal, bringt einfach nichts. Ja, könnte ich sonst noch was sagen? Also halt wie gesagt, sind das sehr freie Coachings und es kostet halt auch nichts. Und auch wirklich erst dann, wenn ihr die Dinge ausprobiert habt, die ich dann irgendwie erzähle oder anrate und dann die wirklich funktioniert haben, auch, und wenn ihr dann halt Lust habt, was zu spenden, wirklich erst ab diesem Zeitpunkt und nicht vorher schon irgendwie. Weil dann, finde ich, hat man auch so ein, ja, dann funktioniert das nachher nicht und dann ist das ja auch scheiße. Ich will halt auch nur wirklich dafür, sag ich mal, was bekommen, was halt auch wirklich funktioniert hat für diese individuelle Person. Sonst finde ich das irgendwie doof. Ja, aber wie gesagt, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber ich gehe trotzdem lieber gerne irgendwo als Aushilfsjob arbeiten, anstatt dass ich dafür wirklich fest Geld verlange. Dafür, dass ich halt Menschen mit ihrer Gesundheit helfe. Weil das, ja, finde ich irgendwie blöd, weil viele können sich das auch nicht leisten. Ich könnte es mir auch nicht leisten, würde ich das Wissen nicht selber schon haben. Es wäre natürlich schon schön, wenn man halt langfristig oder mittelfristig davon leben könnte, weil das halt schon so meine größte Leidenschaft ist, Leuten zu helfen und zu beraten, zu coachen, aber auch so Verantwortung zu übernehmen und auch zu sehen, dass das halt wirklich hilft. Das ist eigentlich so meine größte Leidenschaft, muss ich sagen. Und ich versuche halt weiterhin minimalistisch zu leben. Ich muss ein paar hundert Euro zusammenkriegen noch, damit ich mir einen Bauwagen leisten kann. Ich werde es wahrscheinlich erst am Frühjahr machen, weil jetzt bin ich halt noch in dieser Maßnahme bis Ende November. Und im Winter das mit Bauwagen anfangen, ist ein bisschen blöd, finde ich. Und ja, dann habe ich halt sehr, sehr wenig Kosten insgesamt. Und dann kann das sogar funktionieren, dass ich dauerhaft mit Coachings auf Spendenbasis ja alles weitere besorgen kann, was zu besorgen ist. Aber wie gesagt, die Zukunft ist nicht fest bei mir. Das kann alles sein, es kann gemeinschaftliche Selbstversorgung sein, es kann weiterhin ein Bauwagen sein, es kann aber auch wieder eine geeignete Wohneinheit sein, wo das halt schon ziemlich teuer ist, aber wenn man halt wirklich dann irgendwas gefunden hat, was einem sehr, sehr Spaß macht, was man täglich machen will und dann kriegt man dafür auch Geld, dann kann ich mir auch halt auch so eine Wohnung irgendwann wieder vorstellen. Aber ich weiß es nicht genau, ich möchte halt schon mehr mit der Natur, sage ich mal, leben. Also ich muss mich auf jeden Fall ist mein Weg mehr noch halt die Reinigung, da wieder mehr reinzukommen und so weiter und Leute jetzt schon auch weiterhin beraten, auch wenn ich selber noch nicht perfekt bin, aber ich bin halt schon in einem Status, der sehr weit fortgeschrittener ist als die meisten Menschen, deswegen kann ich schon mal bis zu meinem jetzigen Standpunkt, auch wenn noch nicht das ist, was ich mir selber wünsche, beraten, auch wie man da hinkommt. Und es will auch gar nicht jeder bis zu diesem Standpunkt oder bis zu diesem Status und die kann man natürlich dann auch beraten. Und mehr Erfahrung macht man immer und das kann man aber auch währenddessen schon machen. Was heißt währenddessen schon? Währenddessen noch. Also während man halt schon Beratungs gibt, bildet man sich ja sowieso immer noch weiter. Ja, also die Zukunft ist trotzdem relativ offen. Aber so kurzfristig, also ich plane dann, wie gesagt, eigentlich nur kurzfristig. Ich gehe einfach immer den nächsten Schritt und habe dann gewisse Ziele noch in der Zukunft im Kopf, aber die sind halt noch nicht fest. Jo. Ja, und damit beende ich dann dieses Video. Abschlusswort.